Hallo, meine magnetischen Freunde. Und willkommen zur letzten Storyfolge von Lego Marvel Superheroes. Ja, die letzte Lego Marvel Story Modus Folge. Was? Okay, ganz komisch. Naja, es ist aber noch nicht die letzte Folge an sich, sondern halt nur das Story Finale. Danach kommen ja die, wie heißen die? Die extra Level, Bonus Level, genau. Und dann kommt das freie Spiel, genau. Aber ich glaube, wir können das, die Bonus Level eben noch nicht ganz spielen, weil wir brauchen ja da immer einen bestimmten Rang von goldenen Steinen. Deswegen ist das noch nicht möglich. Wahrscheinlich werde ich auch erst die einzelnen Level offscreen 100% spielen. Und dann werden wir die ganzen extra Level spielen. So, ab in den Central Park. Ich hoffe, Fury weiß, was er da tut. Ich tue mich schwer mit Leuten, die mich angreifen und versuchen, meine Sachen zu stehlen. Wenn wir Kinder wären, würde ich Loki einen Hosenzieher verpassen, wie ihr Sterblichen zu sagen pflegt. Aber ich fürchte, das Reißen an Unterwäsche hilft uns hier auch nicht weiter. Wohl nicht, aber ich würde was drum geben, das zu sehen. Na, wenn das nicht zwei mächtige Avengers sind, die die Hilfe von Emil Blonsky benötigen. Ich bin mir sicher, Magneto wird da wesentlich nützlicher sein. Du bist nur zum Spaß dabei. Also, können wir jetzt los? Euch zu helfen ist wahrscheinlich immer noch besser, als den Planeten zugrunde gehen zu lassen. Wenn auch nur ein kleines bisschen. Doom besteht darauf, mit seinem eigenen Jet gegen Galactus zu kämpfen. Ich werde diese Schurken nie verstehen, aber wir haben keine Zeit zu diskutieren. Begebt euch zum Bankenviertel und trefft ihn dort. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Los, Beeilung! Yo! Abomination, wenn wir... Abomination, hatten wir den nicht davor schon? Und ich hätte im Gegenzug nie die Macht eines Gottes anzweifeln sollen. Legen wir diesen guten Menschen mal das Handwerk. Dein Gedächtnis ist so entsetzlich wie der Rest von dir. Entweder das hier oder von Galactus gefressen werden. Lasst uns Doom finden und es hinter uns bringen. Ja, würde ich genauso sagen. Ich wundere mich zwar nur, wie die alle überlebt haben. Vor allem Magneto. Da ist mir ein großer Rätsel. Diese Narren von S.H.I.E.L.D. erwarten, dass ich ihnen helfe, wo sie meinen Jet mit einer Kralle versehen haben. Ist denen nichts mehr heilig? Ich war nur 2 Minuten weg. Jetzt zieh nicht so ein Gesicht, ich kümmere mich drum. Das ist wohl der Grund, warum diese Heldentypen ihre Jets in geheimen Hangars unterbringen. Galactus, der Planetenfresser. Wenn man unseren Informationen trauen darf, wir haben sie aus dem Internet, ist er so alt wie das Universum selbst. Sein Hunger ist nicht zu stillen, er verschlingt jeden Planeten, der ihm in die Quere kommt. Das klingt nicht gut. Ha ha ha!
an! Kniet nieder vor mir! Okay, Leute, das ist unsere letzte Chance. Macht was draus. Galactus. Bedauerlicherweise werden wir nicht sehr lange in der Luft bleiben, wenn wir das Triebwerk nicht reparieren. Ganz ruhig, Mystique. Warte. Euer Ende ist... Ich bin überfordert. Wir haben da ja... ne Dingens. Ja, chill, Galactus. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit nur noch mehr an. Ja, genau. Lava, kein dünnes. Ich wollte doch nur die Stats, Boah, das schmeckt. Lecker. Schön lecker Steine essen. Was soll denn das? Jetzt bin ich wieder tot. Meine Güte. Egal, haben wir kurz das Minikit da mitgenommen. Alter, kann ja nicht mal chillen. So. Ja, dann fress aber nicht mich. Wie random gerade dieses Flugzeug abgestürzt ist. Widerstand kurbelt meinen Appetit. Schnell, bevor er noch weiter labert. Eure Erde gehört mir. Ja, das juckt geil. Los. Ja, hier kann man schon die Mystik daraus machen. Genau, richtig geraten. Jetzt muss Spidey bestimmt irgendwas ziehen. Oder? Hallo! Ich will mich doch bewegen! Meine Spinnen sind schon wieder. Meine Güte! Wie geschickt ich bin. Vielleicht können wir nun diese Rotorblätter benutzen, um Galactus anzugreifen. Friss mein Wind! Er bleibt jetzt den linken Rotorblättern fern. Versuchen wir mal diese Seite. Gute Idee. Richtig nice, wie die hier mit den Teams arbeiten. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit mehr an. Labak, kein Scheiß. Eure Erde gehört mir. Okay, hier fährt wieder so ein Computer aus. Zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. Ja, zumindest sind hier keine Gegner. Warte, bevor wir hier weitermachen, ich hole mir kurz die Münzen. Oh nee! Digga, wie schnell soll man denn da drücken? Oh, ich hab's geschafft. Lecker. Ja, lecker. Euer Ende ist nah. Jetzt dreht er hier wieder alles. Ist doch nicht wahr. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit nur noch mehr an. Nein, nicht wieder Laser. Komm rüber hier. Warum bist du jetzt gestorben? Eure Erde
gehört mir. Er will halt nicht rüber. Was für ein Mann. Muss ich jetzt wirklich außen rumgehen? Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. Okay, dann gehe ich jetzt den ganzen Weg außen rum, weil sich Venom nicht traut. Von mir ist jetzt gestorben. Lauf. Euer Ende ist nah. Ja, jetzt halt die Schnauze. Eisenkopf, kannst du dem Triebwerk einen Schritt verpassen? Festhalten! Wir haben ihn fast! Beeilung mit dem Portal! Wir können ihn nicht mehr lange halten! Team Wissenschaftsnerds, wir sind dran! Hey! Eure Erde gehört mir! Okay, wir sollen jetzt irgendein Portal hier bauen. Hä? Wieso ist die Anzeige jetzt verpackt darum? Ja, geil. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie weit ich bin. Zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. Oh nee. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich muss diese Welt fressen. So, der Black Hawk fliegt weg. Nein, er wird abgeschossen. We have a Black Hawk down, we have a Black Hawk down. Okay. Ein abgestürzter Black Hawk auf dem Helicarrier. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit noch mehr. Oh, der wiederholt auch jeden Spruch. Macht doch immer die gleichen Moves. Dreht fünfmal das Schiff. Die Vorrichtung steht. Wir müssen sie nur noch mit Strom versorgen. Eure Erde gehört mir. Ich suche nochmal nach Stats. Was für Narren, sich zwischen Galactus und seine Mahlzeit zu stellen. Und die Stats kann man nicht mehr holen. Egal, machen wir jetzt einfach. So, jetzt check ich das Rätsel. Euer Ende. So. Euer Widerstand. Cap, hilf bitte. Ah, wir bauen ein Portal ins Universum. Das ist gut, wir schicken ihn wieder zurück. Diese Schilder werden euch nicht für immer beschützen. So. Schön wieder reinlasern. Oh, guckt euch an, wie groß das wird. Er lässt nicht los, er wird uns noch mit sich ziehen. Team 4, ihr seid jetzt gefragt. Sorgt dafür, dass er loslässt. Die Welt wird endlich gerettet. Leider nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Und letztes Team. Oh, Stanley, ja, ich kann hier nicht retten. Ich muss diese Welt fressen. Ja, erstmal muss ich Münzen sammeln. Digga, nein! Gut. Er hat mich nicht aufgegessen. Lecker. Naja, das ist mir doch egal. Ende ist nah. Ey, das Level würde sich so viel besser anfühlen, wenn der Typ sich nicht die ganze Zeit die Scheiße bewegen würde. Wo ist bitte er? Also die KI spielt hier ganz, ganz komisch. Digga. Wenn die nicht immer in irgendwelchen Ecken sind,
wäre das doch viel, viel besser. Boah, Alter, ich krieg gleich einen Nervenzusammenbruch. Das muss hier irgendeine Slow-Mo sein. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was muss ich hier machen? Und seine Mahlzeit zu stellen. Hallo? Was muss ich hier machen? Wer? Ich muss die Welt fressen. Ah, jetzt kommt da mal was raus. Hallo? Digga, das Teil fährt nicht mehr. Euer Ende ist nah. Was zum Teufel ist denn mit der Steuerung? Ey, das ist gerade echt ein Pain. Euer Widerstand kurbelt meinen Appetit noch mehr. Shut the fuck up. War ehrlich. Ah, jetzt wird's mir mal angezeigt. Das hat mir aber jetzt nur einen goldenen Schein gegeben. Goldenen Schein, sage ich schon. Eure Erde. Minikit. Nicht goldenen Schein. Aber wir haben fast die 100% geschafft. Also fast 100% Stats. Und seine Mahlzeit zu stellen. Okay, was bauen wir jetzt auf? Ich muss diese Welt fressen. Ah, so eine simple Idee. Hoffentlich funktioniert sie auch. Bauen wir jetzt die Erde nach? Naja. Lecker. Wenn es funktioniert. Euer Ende ist nah. Ey, ist es so... wirklich, es ist richtig schrecklich. Stand, kurbelt meinen Appetit nur noch mehr an. Ja, wir bauen wirklich die Erde nach. Diese Schilder werden euch nicht für immer beschützen. Ich will eigentlich nur noch, dass es endet. Ich finde, das ist das schlimmste Level, weil... Der labert und labert, dann bewegt er fünfmal das Schiff und nervt. Ist auch nicht wirklich ein Bosskampf oder so. Aber die Mucke wieder geil. Die Mucke wieder geil. Guck, das meine ich. Ich will weiterbauen. Der muss mich wieder mitziehen. Zeit zum Abendessen, Galactus. Ich will Münzen haben. Nein. Warte, warte, warte. Ende ist nah. Lecker Kuchen. Halbtor hauen! Das ist nur ein kleiner Rückschlag, das ist... alles Teil meines Plans! Ich komme wieder! Du bist ein böser, böser, raumkrümmender Würfel. Aber ich wette, wir könnten jede Menge Spaß miteinander haben. Den nehme ich, danke. Können wir nicht darüber reden? Nein, ich wette, du schmeckst frisch und nach Minz. Ich brauche eine Gaumenfreude. Nein, nicht im letzten Level habe ich jetzt wirklich die True Believer nicht geschafft. Nein. Ach, das kann doch nicht wahr sein. 94%. Egal, das werde ich dann alles offscreen machen müssen.
egal. Schieß mir die Geschichte. Zeit, dass du den Arm des Gesetzes spürst. Erinnerst du dich an unsere Abmachung, Fury? Ja, ihr kriegt einen Vorsprung, während die Guten bis 30 zählen. Das ist die Abmachung? Hulk, fang an zu zählen. 1, 2, 3. Ja, keine schlechte Abmachung. Auch wenn ich denke, dass... Die Zeit läuft. 3, 3, 3. Hier, bitte, Surfer. Wir haben es mit Hilfe der kosmischen Steine rekonstruiert. Ich nutze es, um Galactus aufzuspüren und schicke ihn dann weit weg von der Erde. Reite die kosmischen Wellen, mein Freund! Die Welt ist wieder sicher und die Helden haben den Tag gerettet. Und genau so, True Believer, soll ein Ende sein. Ja, True Believer, aber leider nicht im letzten Level geschafft. Trotzdem, geil. Ich fand... Alter, Mucke. Boah. Warte mal. Muss mal ganz kurz die Mucke muten. Denn die ist mir ein bisschen zu laut. Auf jeden Fall, ich fand die Story richtig geil. Also... Vor allem, weil sie jetzt eine erfundene Story war, war sie ziemlich gut gemacht. So, die Schurken, so, es gab halt auch viele Schurken, die kannte man jetzt nicht, sondern kannte man nur aus den Comics. Und die wollen natürlich das Böse machen und so, aber ihr Hauptteil war halt, sich zu rächen, und das war Loki. Und deswegen wollte er wahrscheinlich auch Galactus befreien, was halt richtig nice war. Noch die kleinen Hintergrundgeschichten, so mit den X-Männern. Oder das im Gefängnis. Oder bei Iron Man im Stark Tower, dass Jarvis gehackt wurde. Das halt wirklich davor nie gerechnet wurde, dass Jarvis mal gehackt wird. Das ist halt richtig cool gemacht. Oder wir sind in Asgard und verfolgen, ja, hier Dingens, Loki. Und so ein cooler Bruderkampf gibt's da. Gut, ich glaube, jetzt war's es mit den Credits. So. Ich muss da mal so umschalten, damit ich den Ton wieder aktivieren kann. Danke, dass ihr unseren Notruf angenommen habt, aber die Avengers und ihre Verbündeten haben soeben Galactus besiegt. Deswegen sind wir nicht hier. Es gibt da noch etwas. Ich bin Groot! Gut. Ich bin Groot! Schön. Mr. Tiddles, da bist du ja, mein mutiger Kamerad. What? Die Einwohner von Wakanda danken dir. Game Team continued. Ja, da war nochmal Abschau auf Guardians of the Galaxy und Black Panda. Ja, ich will kein Copyright-Zeug bekommen. So, also geil, Guardians of the Galaxy. Natürlich sahen die nicht genauso aus, genauso wie Black Panther, aber trotzdem cool. Da noch was? Nee! Wir sind im freien Spiel angelangt. Nicht abgelangt. Ich will irgendeinen Charakter hier mir holen.
MODOK. Ich bin MODOK! Ja! Oh, MODOK sieht so cool aus. Kann er auch das... Ja, der kann auch das. Wie geil das aussieht. Okay, wen können wir noch holen? Liberty. Ja, die Freiheitsstatue. Hier mit Masterbeut noch. Formation. Einmal ein Halbwasser. Oh, nicht schlecht. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, war es das hier. Und in der nächsten Folge werde ich euch, glaube ich, einen Zusammenschnitt von... Warte mal. Mit dir rede ich auch nochmal. Es war... Grüße dich. Jetzt, wo mein Brett gerichtet ist und die Welt vor allem nicht länger vom Untergang bedroht ist, hättest du vielleicht Lust auf ein kleines Rennen mit mir? Okay, wir machen dieses kleine Rennen noch mit ihm. Und danach würde ich sagen, war es das. Beeindruckend. Nun, ich denke, es ist angemessen, dass ich die Silbermedaille bekomme. Gratulation. Ja, damit würde ich auch sagen, war es das mit dieser Folge. Haut rein. Ciao, ciao.